So Leute, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 2. So, was machen wir denn hier? Ja, wir gehen nochmal hier auf diesen... Was weiß ich, auf dieses Steg. Oh, was wollte ich jetzt nochmal gleich machen? Ah ja, stimmt, genau. Ich wollte ja nochmal nach Monteregioni. Jetzt müssen wir ein paar... Scheiße, es waren ja Wachen. Jetzt muss ich nämlich ein paar Nebenmissionen mal machen. Habe ich ja gesagt, und dazu zählt natürlich auch, dass ich... Aua, mir wehtue. Nein, dass ich einfach mal ein bisschen nach Monteregioni gehe und meine Sachen hier mache. Ja, und dann können wir hier zurück machen. Erstmal... Dingsbums, die Aussichtspunkte. Und danach... Nächsten Part dann natürlich die Hauptquest nochmal weiter. Das Attentat an der Familie Medici zu verhindern. Ja, jetzt führen wir nicht nur Attentate aus, wir verhindern sie jetzt sogar. Weil wir das ja im Vorgänger auch schon gemacht haben, hier beim Richard, dem Alten. Beim Richard. Ach, guck mal, da können wir auch wo rein. Nämlich in die Familiengruft der Auditore. Dann werden wir natürlich auch nochmal vorbeischauen. Wobei, das habe ich jetzt nicht mal mehr gewusst. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ich glaube, wir müssen ja jede Mission einmal hin. Zu der lieben Claudia. Bis bald, Ezio. Zu Claudia Auditore. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. Ja. Okay, Moment. Ja, dann renovieren wir doch einfach mal den Schmied. Das bringt uns jetzt 7000 plus. Womit wir nur noch 23 Florin hätten. Buon viaggio. Oh, doch nicht. 5250. Ja, nein! Okay, fügen wir einfach noch ein paar Seiten hier dran. Das sehen wir schon. Hätte ich jetzt unser Wert um 45 gesteigert. Jede Seite um 5. Also wir haben 9 Seiten daran geklebt. Und noch mal eine Feder da rein. Da steigt der Wert aber, du. Um 10. So, na, die Siegel bringe ich alle erst an, wenn ich kann. So, dann sollen wir jetzt mal nach Firenze zurückkehren. Dann machen wir das geschwind. Ja, die ganzen sekundären Missionen, die überschlagen sich ja jetzt gerade. Es ist gar nicht mehr möglich, viel kürzere Parts zu machen. Scheiße, ich kann auch nicht mehr... Ach, fuck, ich habe doch gar kein Geld mehr. Wie soll ich denn damit Schnellreise machen? Ach, egal, ich gehe so nach Florenz. Gehe ich halt zu Fuß, mein Gott, muss ich ja immer Schnellreise. Autsch. Dass ich jetzt auch noch hinfall. Geht mal dreimal nicht. Nehmen wir ein Pferd und... Riden. Wir hätten uns natürlich auch einen Schatz holen können, um kurz an Geld zu kommen. Ist aber egal. Machen wir jetzt mal so. Ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, aber dann wenigstens schneller. Komm schon. Ja, wirklich nach Florenz reisen. Ich lüge nicht. Keine Sorge. So. Sieht schon die Nebenquests. Die sind es halt einfach. Ja, da mache ich aber auf jeden Fall jetzt die Aussichtspunkte, damit wir diesen Stadtteil haben. Soweit. Oder aber ich mache bloß das Rennen. Und scheiß dafür halt mal auf die Aussichtspunkte, dass ich die Aussichtspunkte von dem Stadtteil und die Schätze dann unter einen Hut bringen kann. Nee. Einfach nur nee. Na, wir können doch eigentlich einfach kurz. Ja, damit. Nein, geht weg.
denn? Ihr ruiniert mein Geschäft. Merken die das eigentlich, wenn ich direkt vor denen rumlaufe und in ihre Tasche greife? Naja, scheinbar nicht. Oh, du arme Sau. Ich hätte ein bisschen mehr abdrücken können. Boah, kurz an der Nase kratzen. Ah, so, jetzt geht's weiter. Ich mit Double Time. Hallo. Okay. Wir sind hier am Duomo. Er heißt doch Duomo. Ich habe in einer der letzten, eine der ersten Folgen habe ich ja noch zur Vermutung angestellt. Ist das der Duomo oder ist etwas anderes der Duomo? Nein, das ist tatsächlich der Duomo. Momo. Momo sexuell. Ja, ich bin nicht voll auf Diebestour. Oh, fuck. Ich habe ungewollt einen Kampf ausgelöst, in dem ich gestolpert bin. Oh, Mann, die alten Italiener, du. Ist das schon ein Grund zum jemanden umbringen war? Also, das ist ja schon, also, das ist... Unfassbar ist das. Samuel. So, da drüben ist der Aussichtspunkt. Machen sind eh zu blöd, um uns bis hierher zu folgen. Hey, jetzt... Alter, mach keinen Dreck. Ah, guck mal an. Dann. Ah. Hier haben wir auch Glyphe-Rätsel. Glyphe-Rätsel. Ja, wo könnten das bloß sein? Schmerzegal. Dann kümmern wir uns schon. Machen wir mal... das Adlerei an. Aber ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Aussichts... Oh, da hat dein Ernst! Mann, ach, ist das... Ach so. Aber was machst denn du? Ich kann nicht bewegen. Ist das hier der Aussichtspunkt oder was? Nein, er muss hier sein. Wir hatten das da angebracht. Und wie? Ach, da ist es wurscht. Nein, ich wollte das Adlerauge aktivieren. Also, heute spinnt er wieder. Da. Auditari. Depp. Arschloch. Arschloch. Okay, Moment. Aha, da sind wir schon richtig. Glyphenrätsel. Komischer Affe mit einem riesigen Kringelschwanz. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Ich muss der Kopfschmerzen denken. Sie verdammt. Scheiße. Perfekt zensiert. Der Erfinder. Nikola Tesla. Wirtschaftliche Drahtlose, bla bla bla. So, jetzt müssen wir alle Glühbirnen anzünden. Nikola Tesla, der Wissenschaftler, der den Wechselstrom erschaffen hat. Im Gegensatz zu Edisons Gleichstrom. Nikola Teslas Wardenclyffe Tower im Bau, circa 1902. Da ist so ein Bildchen, da sehen wir. Da sehen wir, wie er den Wechselstrom erschaffen hat. Und er hat einen Apfel benutzt, der hier ziemlich schlecht ins Bild eingefügt wurde. Er fand es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. So, ein weiterer Part von diesem Filmchen. Das war jetzt eine eher einfache Glyphe im Gegensatz zu der anderen, zur letzten. Und die haben hier eine neue Codex-Seite. Die hole ich mir natürlich auch gleich mal. Allerdings muss ich natürlich zuerst in die falsche Richtung aufbrechen, um es danach richtig zu machen. Ja, haben auch keine Medizin mehr. Das enden wir gleich mal. Ja, her damit. Ja, ja. Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Du kannst doch nicht machen, was du willst. So kann ich nicht. Das
hättet ihr mir wahrhaftig früher sagen sollen. Dann hätte es vielleicht noch was gebracht, diese Info. Na gut, dein Tod hat Vorrang. Danach ist er dran. Du, wisch ruhig. Nein, du stellst dich mir jetzt. So. Wow. Stirb. Arschloch. Dann haben wir schon niedergestochen. Jetzt können wir nämlich auch geilere Kombos damit machen. Los. Ah. Was ist los? So, und der Weg steht uns natürlich auch wieder frei. Jetzt zur Codex-Seite. Oh yeah. Oh yeah. Okay, nein. Drei Aussichtspunkte sind es noch. In der Zwischenzeit muss ich hier erstmal das Plakat von mir entfernen. Ein sehr hässliches, wohlgemerkt. Ich bin nicht erfreut. So, damit können wir hier hochklettern. Synchronisieren. Große Stadt, viel größer als Damaskus oder Jerusalem oder so. Gott, gar kein Vergleich. Autsch. Wir haben schon 28 von 73 Aussichtspunkten synchronisiert. 73, ja, das ist eine hohe Zahl. Wenn man bedenkt, dass es 100 Federn gibt und die sind ja wirklich überall verstreut. Es gibt aber auch viel zu entdecken in der Welt von Assassin's Creed. In dieser toskanischen Umgebung. Da. Und ein weiterer Aussichtspunkt, ganz schnell. Fast weniger als eine Minute, ja. Und den da, den erreichen wir ja jetzt auch schnell. Wäre eigentlich quasi schon überflüssig, so viel wie wir schon von der Karte aufgedeckt haben, ist da ja nur so ein kleines Gefriemel nur noch von diesem einen Aussichtspunkt. Aber, ja, Vollständigkeit halber, machen wir es mal vollständig. Ja. Ja, unwahrscheinlich. Und dann verletzt sich aus Versehen Wachen. Das tut mir dann auch mal sehr leid, also. Muss mal so zur Aussprache gebracht werden. Das sind ja auch nur Menschen, also. Die haben auch alle ihre Familien und so, aber ich bin halt der Rücksichtslose. Der, wo. Ja, Radau macht, der, wo. Bombarde! Weg mit dir. Also, wohin jetzt mit uns? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ach, wir finden doch eh einen Weg. Ah, Moment, ich habe noch eine Codex-Seite gefunden. Die kralle ich mir dann auch noch, bevor wir den Part beenden. Ah, es ist wirklich schon so spät. Nein! So, Medizin heilt uns nicht mal jetzt... heilt uns jetzt nicht mal mehr vollständig. Fast, aber nicht ganz. So, geradeaus nach oben geht's dann. Und, ja, eigentlich ja noch höher, gell?
Ah, wirklich. Also. Mehr wollte ich gar nicht. Boah, leck, der hat schon Balls, der Typ, ey. Jetzt verarsch mich nicht, dass ich hier keinen Aussichtspunkt haben kann. Da drüben aber schon. Alter. Jetzt hasch mich aber wirklich. Oh Gott, ist das ein Bug. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Ja, ja, Mörder, rede weiter so schön über mich. Ich liebe es. Oh Gottes Willen. Ey, Alter, das Gebäude hasst mich. Was, ich muss was erlegt werden? Ich bin nicht irgendjemand. Mein Ruf verlangt ein angemessenes Bestechung. Oh, dein Ruf, wer bist denn du? Scheiße, ich habe ja gar keine 500 Florien. Mit was will ich denn bestechen, wenn ich das Geld gar nicht habe? Was, Cora, ha? X Cora. Was auch immer das sein soll. Bestimmt irgend so ein Gebäck. Irgendwas Regionales. So, jetzt reicht's aber. Jetzt will ich mal endgültig hochklettern. 3182 in der Truhe der Villa. Jawoll. So. Jetzt haben wir es auch schon geschafft. Schon sind die Aussichtspunkte mein und ich kann endlich synchronisieren. Ah? Lol, was machst denn du da? Runterfallen, aber seine Knochen sind nicht gebrochen. Ja, scheiße, wa? Da nickt man echt bescheuert da. Okay. Was soll ein Bogen außen rum machen? Oh. So ein Doppelattentat hat gerade das Schicksal nicht für mich gestimmt. Ist aber egal, braucht man nicht. Oh, die unerfahrenen, blöden, dummen Wachen, die fliehen jetzt schon. Und ich bleibe hier mit den Erwachsenen. Deren Kehle nicht verschont bleiben wird. Oh, bei dem mache ich mir gar nicht die Klinge schmutzig. Nein, ich klaue mir die Codex-Seite. In das Spiel jetzt auch gespeichert wurde, was ich jetzt noch eins tun, nämlich meine Bekanntheit ein bisschen verringern. Aber erstmal natürlich aufs Maximum raustreiben. So. Ja, den Steckbrief weg. Immer noch zu bekannt. Ja, da drüben sehen wir gleich nochmal einen. Zack. 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 Mehr dein Geld. Zack, zack. Also wenn mich jemand so bestehlen würde, würde ich ja gleich 1000 verlieren auf einmal. Na gut. Die Hälfte reicht mir völlig aus. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part, wenn wir die Hauptmission starten. Bis dann, ciao.